Yo, was geht? Andi hier von Stark in Bewegung, Personal Training und Online-Coaching. Heute stelle ich vor das SQ360 von SQMice bzw. Simple Products. Das ist ein relativ, ja, budgetfreundliches Power Rack, hat mich jetzt mit dem Rabattcode Kraftraum 511,45 € gekostet. Es kommt in 50 mm Stahlrohr mit 2,5 mm Dicke daher und hat eine Nennbelastbarkeit bis 400 Kilo. Dazu möchte ich jetzt ein paar Gedanken teilen, wie so mein erster Eindruck nach ein paar Wochen Benutzung ist und ja, einfach beschreiben, warum ich das Ding gekauft habe. Gekauft habe ich es mir eigentlich vor allem deswegen, weil es einerseits viele Erweiterungen gibt, die man noch kaufen kann. Es gibt einen Latzug, es gibt Dipholme, es gibt Scheibenständer, es gibt Monolift Attachments, also wirklich alles, was man braucht, um richtig geil voll ausgestattetes Rack zu haben, kann man sich später noch dazu kaufen, wenn es endlich irgendwann lieferbar ist. Ja? Das war ausschlaggebend. Und auch, dass die Lochabstände hier in der wichtigen Bench Zone, also irgendwo, wo man Bank drückt und andere Übungen macht, ist der Lochabstand hier nur halb so groß wie bei anderen Power Racks, was man auch Westside Spacing nennt. Das finde ich sehr, sehr geil, weil hier kann man wirklich ja, Pin Squats, Pin Presses perfekt einstellen auf jedermann. Deswegen habe ich mich für dieses Rack entschieden und nicht für irgendwas anderes. Genau. Ja, an und für sich ist es sehr stabil. Es ist allerdings ein bisschen leicht. Also, das hat jetzt ungefähr ein Gewicht von 60 Kilogramm bei 2,8 Meter, glaube ich, oder 2,10 Meter Höhe. Und hier kann man schon gut reinkrachen. Wenn man das Rack natürlich nicht am Boden verschraubt, dann wird es ein bisschen durch den Raum rutschen. Ich habe das jetzt ein bisschen anders gelöst und habe hier einfach meine alten 30 mm Scheiben reingelegt, dass es insgesamt schwerer wird und es nach hinten hin ja, quasi begrenzt, dass das Rack nicht weiter rutschen kann, wenn ich hier was reinlege. Ja, die Verarbeitung ist insgesamt ganz okay, aber jetzt zeige ich euch, was mir gar nicht gefallen hat an dem Rack. Und zwar sind es hier die J-Hooks. Einerseits, also das Ding ist jetzt hier 2, 3 Wochen in Gebrauch und hier die Nylon-Protektoren, da geht schon gut Material ab. Und auch der Lack, ja klar ist das hier eine Stelle, die immer wieder hier stark mechanisch beansprucht ist, aber insgesamt ist der Lack hier einfach auch schon im Lieferzustand teilweise abgewesen und auch da, wo man die J-Hooks oder auch die Safeties einhängt, sieht man hier jetzt hier hinten schon die ein oder andere Kratzspur, was ich nicht so schön finde. Klar muss man halt mit leben, wenn das Rack nur 500 € kostet und nicht 1500. Aber für mich ist das echt okay. Also, ich meine, ein Power Rack ist letzten Endes ein Gebrauchsgegenstand und ja, nichts, was man in die Vitrine stellt, letzten Endes. Ja, was haben wir hier noch für Kritikpunkte? Das finde ich hier so einerseits die Safeties, weil es ist einfach ein bisschen fummelig. Ich muss jetzt hier gucken: Loch 18, Loch 18 und dann muss ich auf beiden Seiten reinkommen. Gut, ich habe es ein bisschen geübt, aber das ist schon ein klein wenig fummelig. Aber was man den Safeties aber zugute halten muss, hier diese Nylon-Protektoren, auch wenn sie ja nicht ganz so schön drauf sind, weil sie ein bisschen hoch stehen, die sehen aus, als würden die deutlich länger im guten Zustand bleiben als die J-Hooks. Ja, was hat das Rack noch für Features? Wir haben einmal eine Klimmzugstange, eine gerade, die jetzt mitgeliefert wurde. Gibt auch eine Monkey Bar, die man noch dazu kaufen könnte, also eine Multi-Grip-Stange. Ja, was kann es noch? Genau, wir können Widerstandsbänder einspannen oben, also dass wir einerseits Übungen nach unten hin leichter machen, also Reverse-Banden, und wir können von unten auch über diverse Löcher Stifte anbringen für Widerstandsbänder, um einfach das Training noch mal ein bisschen abzurunden oder zu ergänzen. Über angepasste Widerstandsprofile, also für alle, die ein bisschen rumspielen und rumnörden möchten. Ja, super. Also fassen wir mal zusammen. Verarbeitungstechnisch ein paar Kleinigkeiten, die nicht so schmecken, vielleicht auch nicht ganz so hübsch aussehen, aber Westside Spacing, wir können Bänder anbringen, es gibt viel Zubehör zu kaufen
Und ich glaube, für normalsterbliche Menschen, die jetzt nicht unbedingt Hafthor Björnsson heißen oder Ray Williams, für die ist das Rack hier auf jeden Fall auch stabilitätstechnisch ausreichend. Ich hatte auch am Anfang ein bisschen Bedenken wegen 50 mm, aber dadurch, dass das Stahlrohr ein bisschen dicker ist, ja, steht es einfach echt stabil da für seine leichten 60 Kilo, die es hat. Also meinerseits, ich würde sagen 4 von 5 Sternen und ziemlich klare Kaufempfehlung. Aber wer hier Wert auf eine gute Pulverbeschichtung legt oder so, der sollte definitiv ein bisschen mehr Geld ja, in die Hand nehmen und vielleicht auch die Made in Germany Serie von SQ Mice kaufen. That's it. Ja, gib mir mal deine Meinung dazu, wenn du vielleicht auch andere Racks von dem Hersteller hast, und lass mich wissen, wie deine Gedanken dazu sind. Mir gefällt's und ich bin auf jeden Fall zufrieden damit.